Jahren. Und schön, dass ihr alle da seid. Aktivisten seit Jahren, aber auch international, nicht nur für Iran, sondern auch für Kurdistan und Afghanistan, überall wo Aufstände gibt, möchte ich auch gerne dabei sein. Ich komme aus Afghanistan. Ich nenne mich eine feministische Frau. Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen gegen den Faschismus! So in Chile gibt es eine Revolution sozusagen, hat im Oktober angefangen mit den Studenten. Gab es seit Anfang viel Repression, Polizei, hatten die Jungen geschlagen und jetzt bei dieser Zeit sind 300 Menschen verletzt, Augenverletzungen und zwei junge Menschen sind blind, komplett blind. Man kann nichts machen. Menschen haben wir keine Rechte mehr. Iran, muss ich vielleicht sagen, dass seit 41 Jahren diese iranische Islamische Republik an der Macht ist. Und was von Anfang an war, auch bis heute Hinrichtungen und Repression und Verhaftungen, Zwangsverschleierung für die Frauen und also keine Rechte. Menschen haben keine Rechte im Iran. Seit 1973, seit dem Putsch in Chile, wird das neoliberale Wirtschaftsmodell mit wirklich aller Gewalt und überall durchgesetzt. Und Neoliberalismus bedeutet absoluter Vorrang der Wirtschaft vor den Bedürfnissen der Bevölkerung. Alles wird zur Ware und kann gekauft oder verkauft werden. Nur wer nützlich ist, hat einen Wert. Auch die Menschen werden nur noch als Humankapital bezeichnet. Und dagegen richten sich die Aufstände in Chile, im Libanon, im Irak, der nach dem Krieg total ausverkauft wurde. Für den katastrophalen Zustand unserer Erde, für die Armut und das Elend, das immer weiter um sich greift. Solidarität ist Widerstand, Kampf gegen Faschismus in jedem Land. Meine Hoffnung ist, dass die Bevölkerung sich erhebt und gegen diese Regierung richtig auf die Straßen geht und bis die stürzt. Das ist meine Hoffnung. Ich wohne hier in Sicherheit. Ich darf das nicht sagen, aber ich darf doch wünschen. Ich hoffe keine Fundamentalismus in unserem Land. Und ich hoffe mindestens nicht in der Macht. Und ich hoffe keine Imperialismus auch in unser Land kommt. Heute gab es viele Farben, gab es Hautfarbe, aber Sprache. Und das war voll die schöne Party. Und das war nur die letzte Mal. Schöne, gute Menschen auf der Straße mit so einem anstrengendes Wetter. Aber geht weiter. Sommer, Partys und gibt es mehr, der muss weitergehen.